Eine Reise. Zwei Menschen, zwei Schicksale. Der Ethnobotaniker Wolf-Dieter Stahl kehrt zurück zu den indischen Heil- und Zauberpflanzen. Es ist auch eine Reise zu seinen innersten Überzeugungen. Es gibt verschiedene Weisen, die Welt zu sehen. Wir sind geschult in einer wissenschaftlichen Sichtweise, die analysierend ist und die Welt zum Gegenstand macht. Die indische Sicht erfährt die Welt, indem sie sich seelisch verbindet und meditativ in sie eindringt. Bis zum göttlichen Urgrund dringt sie vor. Sandesh Singh kehrt nach Indien zurück, um seine Braut kennenzulernen. Doch es gibt zwei. Eine, die er liebt, und eine, die ihm versprochen ist. Es herrscht Chaos in mir. Wenn ich Rina treffe, um sie kennenzulernen, verrate ich Christine, mit der ich seit 6 Jahren zusammen bin. Und wenn ich Rina nicht treffe, dann verrate ich meine Herkunft. Und sogar auch die Wünsche meiner Familie. Eine Reise in die Vergangenheit. Eine Reise in die Zukunft. An ihrem Ende muss Sandesh sich entscheiden. Die DVD zum Film inklusive Bonusmaterial und Booklet mit allen Heil- und Zauberpflanzen ist ab sofort erhältlich. Im Buchhandel und über www.stahl.de.